Malia Obama, die Tochter des US-amerikanischen Präsidenten, soll beim Kiffen auf einem Festival erwischt worden sein. Großer Skandal? Nicht ganz. Denn Promis und Fans stärken dem Teenie jetzt den Rücken. Viele erfolgreiche Menschen haben zugegeben, früher Marihuana geraucht zu haben. Schauspieler Chris Rock witzelte: Malia Obama beim Kiffen erwischt. Wenn sie nicht aufpasst, gewinnt sie noch 21 olympische Goldmedaillen oder wird Präsidentin der USA. That's not bad. Malia Obama ist wirklich keine Draufgängerin. Sie wurde bereits an einer der angesehensten Unis weltweit angenommen. Ein Fan schrieb: Können wir Malia Obama in Ruhe lassen? Das Mädchen geht nächstes Jahr nach Harvard. Glaub mir, da wird sie jede Menge rauchen. Viele Reaktionen betonen außerdem das Alter der Präsidententochter. Wisst ihr, ich bin Republikaner und verachte Obama. Aber es ist mir total egal, was Malia macht. Ich hoffe, sie hat inhaliert. Genieß deine Jugend, Schätzchen. Eilmeldung. Nach meinen Quellen ist Malia Obama ein Teenager. Damit wäre wirklich alles gesagt.